Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Oh, ich sehe gerade, hier ist noch. Das sollte jetzt. Ach gut, ich lasse es mal offen. Also ihr seht jetzt hier gerade den zukünftigen RSL-Helper, wie er mal aussehen wird. Ja, das ist eine Prozessdemo. Egal, auf jeden Fall. Okay, also herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar hat Plarium heute oder beziehungsweise gerade eben etwas bekannt gegeben. Und zwar wird im nächsten Patch wieder eine Reihe von Champions gebufft werden. Und ja gut, die, wenn wir dann zurückdenken, die letzten Patches waren immer eher, oder die letzten Balancings waren immer so lala. Meistens war mal ein Champ dabei, wie letztens Baron, der war okay und der Rest war wie immer so ein bisschen Bullshit. Aber gut, kommen wir jetzt zu den aktuellen Champions, die gebufft werden. So, ich würde mal den Sound hier gerade ausmachen. Und zwar ist das einmal Black Knight. Und zwar so, dass Black Knight ein LP Champion ist, ja, basierend auf LP und Defense hat. Man sieht auch hier oben legendären Champion auf LP basierend. Aber großes Problem, dein Damage von dem AOE basiert auf Angriff und das wird geändert. Also sein Skill, die A3, wird geändert auf HP basierend, was auch Sinn macht. Wenn der natürlich dann einen guten Damage machen könnte, wäre das natürlich schön, weil der Damage wird erhöht auf die LP, die er verloren hat. Also hat er, umso weniger LP er hat, umso mehr Schaden macht er. Das könnte in Go Second Team gar nicht so schlecht sein, da er einen Unkillable bekommt, wenn der Gegner nuked. Und das relativ häufig. Das heißt, das, wenn der Multiplikator stimmt, klingt das auf jeden Fall sehr interessant und würde diesen Champion auf jeden Fall in die richtige Richtung lenken. Kommen wir zu einem Champ, oha, Leute, wir kommen zu einem Champ, der war, wo ich angefangen habe mit Wade, war das mein Lieblingschamp, weil der einfach unglaublich viel Damage gemacht hat, also Champ, ja, wir reden von Juliana. Und zwar hat dieser Champion, ja, im Prinzip einen coolen Skill, greift den Gegner an, entfernt einen zufälligen Buff von dem Gegner und hat eine Chance für 100% LP-Bon für 3 Runden zu applyen. Na, aber ihr seht schon, 5 Runden CD. Das ist ein Problem gewesen, meiner Meinung nach. Ja, und das ist dann so, dass dieser... Quatsch, wir reden von der A2. Sorry, Entschuldigung, von der A2. Mein Fehler. Ich sehe es gerade, Liesel Partner ist es. Entschuldigung, also nochmal. Und zwar, dieser Skill hat ein 5 Runden CD und applyt einen Crit-Quoten-Steigerer-Buff auf sie. Dann greift sie einen Gegner an. Da steht jetzt natürlich nicht da, wie viele Runden sie den Crit-Quoten-Steigerer-Buff applied. Ich vermute auch mal 2 Runden. Und dann greift sie einen Gegner zweimal an und applied einen 5% Gift-Debuff auf den Gegner für 3 Runden, wenn dieser Angriff kritisch trifft. Vielleicht war es so, dass dieser Crit-Quoten-Steigerer-Buff vielleicht nur eine Runde gilt. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wird der auf 3 Runden CD geändert. Und jetzt kommt es natürlich dann noch dazu. Wir haben dann noch die A3, warte mal, wird wirklich von diesem Fire of Purgation richtig, aber da ist keine Bücher hier drin. Komisch, weil sie schreiben, dass der Skill. Nee, der wird okay. Der wird einfach bloß flat auf 4 Runden CD geändert. Schade. Also von 5 Runden auf 4 Runden CD, hat aber eine 3 Runden LP-Burn-Uptime, was natürlich okay ist. Also dadurch gleicht sich das ein bisschen aus. Und es wird geändert. Es ist aktuell so, greift ein Gegner an, entfernt einen zufälligen Debuff. Das wird geändert auf alle Buffs. Also es werden alle Buffs vom Gegner entfernt und dann wird ein 3 Runden LP-Burn applied auf einen Gegner. So, ist erstmal okay, ob das wird diesen Champion definitiv nicht dazu bringen, dass man ihn spielen wird. Ja, das macht diesen Champ. Naja, lassen wir mal so stehen. Und dann haben wir noch ihren komischen Partner hier, der eigentlich auch ein bisschen useless ist in meinen Augen. Zumindest laut den aktuellen Gegnern oder anderen Champions, die er einfach als Gegner hat. Kommen wir zu seinen Skills. Und zwar wird Sucker, lautet ja, applied einen 15% Dauerheilungsbuff auf alle Verbündeten für 2 Runden und schielt dann einen Buff von einem zufälligen Gegner. So, 4 Runden CD gebuckt. Wird geändert auf 3 Runden CD. Und der Skill wird dann noch geändert, dass er dann einen Buff von jedem Gegner stiehlt auf 3 Runden CD gebuckt, ne? Das ist natürlich, ja, finde ich eigentlich ganz okay.
So, und dann haben wir noch den Divine Benefaction. Das ist die A3. Ich lese eigentlich mit Absicht im Englischen vor, weil wir in Deutsch jetzt des Öfteren schon Fehler hatten in der Beschreibung. Ja, ich melde die zwar alle an Plarium, aber nichtsdestotrotz, damit wir hier nicht falsche Infos haben, lese ich sie in Englisch vor. Beziehungsweise benutze ich die Englischen. So, wir haben dann noch den Skill, die A3. Und zwar wird der von 6 zu 5 Runden. 5 Runden geändert. Ja, das sind dann 4 Runden gebuckt. Genau, ein Buch ist drin. Genau, das wird auf 5 Runden geändert. Und es wird dahingehend geändert, dass er einen 30% Defense-Steiger-Buff applied. Aber das Ding hier links hört er gar nicht mehr auf hier, dieser blöde Tab hier. Das ist ein Scheiß-Bug, Leute. Richtig, Mann. Das nervt ja mal so ab. Furchtbar. Halt, wir wollten zu Romero. Ja, ihr seht schon, Plarium setzt live. Ne? Hauptsache neue Champions bringen, aber den Bug nicht beben. Nein. Auf jeden Fall, also dieser lautet normalerweise, applied einen Schildbuff auf alle Verbündeten in Höhe von 25% der maximalen LP für 2 Runden. Also nicht von ihm, sondern von denen, die die Schilde bekommen. Die Verbündeten und applied einen aktuell noch 30% Defense-Steiger-Buff. Das wird dann auf 60% erhöht. Wir hätten dann also 4 Runden CD für einen 2 Runden Schild und 2 Runden Defense-Steigerer. Naja. Ist ein epischen, ist okay. So, dann haben wir Aina wird angepasst. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo Aina war. Da war sie. Genau, Aina wird geändert. Ist ein Champ, den es damals, glaube ich, von Amazon, mit diesem Amazon-Event war. Und zwar wird Ferocity die A1 wird geändert. Aktuell lautet sie ja, greift den Gegner zweimal an, hat eine 10%ige Chance, einen Extra-Turn zu bekommen. Ich vermute mal, dass die Extra-Turn-Chance erhöht wird. Genau, sie wird auf 15% Base erhöht, also hat man eine 20%ige Chance, eine Zusatzrunde zu generieren. Ja. Dann haben wir die A2. Bloody Sweat. Greift ein Gegner an, hat eine 80%ige Chance, gebuckt 100%ige Chance, einen Wiken-Debuff für 3 Runden zu applyen. 5 Runden CD. Das wird geändert auf 3 Runden CD. Nein, doch auf 3 Runden CD. Das heißt, der Skill bekommt dann im Prinzip einen ganz normalen Cooldown, aber ist halt bloß Single-Target, ne? So, und dann hätten wir noch die A3, den Overmaster. Was das finde ich nicht gerade die schlauesten Titel, ne? Aber okay, lautet aktuell, greift den Gegner an, hat eine 100%ige Chance gebuckt, einen Decrease Defense Debuff für 3 Runden zu applyen. Halt diesen Champion um 10% des ausgeteilten Schadens. Das wird einfach nur geändert auf 4 Runden Base Cooldown. Kann nicht gebuckt werden, somit bleibt es dann bei 4 Runden. Ja. Und heilt diesen Champion dann um 30% des ausgeteilten Schadens. So. Also, overall gesehen ist jetzt nicht die Welt. Ich glaube aber, dass Romero... Wo war er? Da. Dass Romero... Ich muss entschuldigen, ich gehe hier ein bisschen rum. Ich bin echt todmüde, jetzt mitten in der Nacht, aber ich wollte ein Video für euch noch machen. Dass Romero könnte ein bisschen hilfreich werden für viele, gerade in den Fraktionskriegen. Und der AOE-Buff-Clans ist auch okay. Aber wer wenig wirklich interessant finde, und da bin ich echt gespannt, weil das könnte echt gut werden, je nachdem, welchen Multiplikator er bekommt. Dann könntet ihr im Prinzip mit ihm sehr, sehr langsam spielen. Ihr würdet Damage bekommen. Ihr würdet dadurch runterdroppen. Ihr könnt nicht sterben aufgrund des Unkillable-Buffs und würdet dann mit dem AOE nuken. Ne? Dazu kommt, dass er dann provoken kann. Und er hat dann auch noch einen Dauerheilungsbuff, der auf 2 Runden CD 2 Runden ab ist, also dauerhaft ab ist. Und das ist schon, könnte schon ganz gut werden. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall testen. Lasst mich wissen, was haltet ihr davon? Sagt ihr, das finde ich gut? Oder sind das eher wieder Sachen, wo ihr sagt, naja, hätte man sich auch sparen können? Also, wir sehen uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, euer Pfafftopf. Ciao, ciao.